says the horrible thing was in the sea. Says I was thinking 99% it was dead. We were dead. They come to Bulgaria and the police shoot one up and one down. When they shoot one person, he killed. He died. Where? In here. In Bulgaria? Yeah, in Bulgaria. One of my group person is dead. And then they are... Is what is dead? Dead, yeah. In 1999 bin ich mit Leuten aus dem ganzen Bundesgebiet nach Albanien gefahren. Das war während des Kosovo-Krieges. Das war auch eine sehr heikle Mission, weil wir wollten keine der Kriegsparteien unterstützen. Weder die NATO noch Serbien noch irgendeine andere Kriegspartei da wie der UÇK. Wir haben uns aber entschieden, dass wir trotzdem Menschen helfen wollten, die da unter die Räder kommen. Das haben wir dann auch gemacht. Damals war es aber noch so, dass es sehr gut möglich war, in Flüchtlingscamps in Albanien zumindest, um selbstorganisiert Menschen zu helfen und sich nicht die Strukturen ein staatlicher Camp oder von NGOs organisiertes Camp zu unterwerfen. Guten Tag, wir befinden uns in Österreich. An dem Grenzübergang Spielfeld. Wir hatten jetzt gerade, ich fange am besten mal morgens an. Wir hatten morgens ein Plenum in einer ziemlich großen Runde, wo also nochmal die letzten Updates gegeben wurden, wie es aktuell an den Grenzen aussieht in Slowenien. Dann wurde relativ lange darüber diskutiert, was man machen kann. Einige Gruppen sind dann so aufgebrochen und eine relativ große Gruppe ist dann zusammen nach Spielfeld gefahren, wo wir auch jetzt gerade sind. Es gab hier heute einen relativ großen, für österreichische Verhältnisse relativ großen Nazi-Aufmarsch mit ungefähr 400 bis 500 Nazis. Ja, wir befinden uns immer noch am Grenzübergang, nicht am Grenzübergang, am Eingang zum Camp in Spielfeld, Österreich. Gerade ist eine kleine Spontandemo angekommen an dem Punkt, wo die Polizei die Straße dicht gemacht hat. Ich werde gleich nochmal versuchen, davon auch ein Bild zu kriegen. Bin nicht ganz so nah dran, damit Leute nicht erkennbar sind. Aktuell ist die Stimmung relativ ruhig. Die Leute rufen Slogans. Die Polizei ist aber relativ entspannt. Wir haben gerade schon versucht zu fragen, ob es mögliche Spenden reinzubringen. Da wurde uns von einem Polizisten sehr nett erklärt, dass es zurzeit nicht möglich ist, aber dass wir es ruhig später nochmal probieren sollten. Also aktuell ist die Stimmung hier eher entspannt. Ich laufe jetzt mal ein Stückchen, um zu gucken, ob ich noch ein Bild von dem Camp kriege. Wie gesagt, hier, da könnt ihr sehen, da hat die Polizei alles zugemacht. Wir stehen am Eingang des Camps in Schentil, wo 1000 Refugees gerade von den Zügen ankommen.
am Samstag, den 31.10., nachdem wir ja, wie wir euch mehrfach erzählt haben, immer wieder versucht haben, nach Spielfeld bzw. Chantilly in die Camps zu kommen und immer wieder gescheitert sind, haben wir uns dann abends dazu entschieden, also ein Teil von uns, nach Gornja Radgona zu fahren, weil wir gehört hatten, dass dort wohl die Freiwilligenstruktur relativ gut funktioniert und es relativ einfach möglich ist, Spenden abzugeben und eben auch gegebenenfalls sich in die Strukturen irgendwie einzubinden. Wir sind dann dahin gefahren und haben mit einer sehr netten jungen Frau gesprochen, die nicht nur uns die Spenden abgenommen hat, sondern auch mit uns einen Termin für den nächsten Tag um 10 Uhr vereinbart hat. Ja, es sollte jemand das Kleidungslager sortieren. Es sind also sehr viele Spenden dort vorhanden, aber die sind nicht sortiert und dafür sollten wir eben kommen. Und als wir uns registriert hatten, in Anführungszeichen, wir haben nur einen Namen eingetragen und die Uhrzeit, wann wir anfangen, haben wir T-Shirts bekommen und so Pässe, wurden dann ins Camp reingeschickt. Das ist eine Messehalle eigentlich, die also notdürftig umgebaut wurde. Und dann hieß es ganz schnell, wir brauchen jetzt Lunchpakete, die müssen gepackt werden. Ja. Einzelne Polizisten und auch Soldaten sind positiv aufgefallen, weil sie einen sehr netten Umgangston mit den Refugees hatten. Als Beispiel, ein Soldat brachte eine Frau mit ihrem Baby zu mir, als ich die Kleider sortiert habe, und ich habe ihr dann geholfen, was für ihr Baby zu finden, und der Soldat hat sich dann dafür bei mir bedankt. Da war ich erstmal ein bisschen überfordert mit. Ja, aber natürlich ist die Gesamtsituation absolut kein Zustand und das ist schwer anzuprangern, wie das da läuft. Es gibt eine eindeutige Zweiklassengesellschaft in den Camps. Es gibt, ich würde sogar fast sagen, eine Dreiklassengesellschaft. Es gibt die offiziellen NGOs, Polizisten, Armee. Für die gibt es Zugang zu Wi-Fi. Dann gibt es die Volunteers, sage ich jetzt mal, die freiwilligen Helfer wie wir, die keinen Zugang zu dem Wi-Fi haben, aber immerhin separate Toiletten benutzen dürfen, also nicht auf Dixi-Klos müssen. Für die Volunteers sowie auch für Armee, Polizei und ja, andere NGOs ist auch ausreichend Verpflegung vorhanden. Es gibt immer zu trinken, zu essen. Einmal am Tag kocht die Armee sowohl für die Flüchtlinge als auch für die Freiwilligen vor Ort und eben die Offiziellen. Und die dritte Klasse sind die Refugees. Für die ist das Wi-Fi verboten. Ausgerechnet die, die es am meisten brauchen würden, weil sie nämlich Kontakt aufnehmen wollen zu ihren Verwandten, die ihnen teilweise auf der Reise verloren gegangen sind, weil sie getrennt worden sind, die teilweise auch noch zu Hause in der Heimat sitzen und auf Nachricht hoffen von den Leuten, als auch Leute vielleicht in ihren Zielländern, die sie dort schon kennen oder haben. Also Internet ist für die Refugees auf so vielfältige Weise so wichtig, und ausgerechnet denen wird es eben verwehrt, obwohl es natürlich kein Problem wäre, einen Wi-Fi-Hotspot dort einzurichten. Es gibt keinen Strom für die Refugees, das heißt, selbst wenn sie Wi-Fi hätten, könnten sie auch ihre Smartphones nicht aufladen. Es gibt eine absolute Isolation der Refugees. Es stehen überall Zäune und Gitter. Viele Polizisten und Soldaten haben die Refugees angebrüllt, wenn sie nicht schnell genug gelaufen sind, von einem Raum in den nächsten. Also insgesamt ist eine absolute Katastrophe. Es ist ein unhaltbarer Zustand. Und trotzdem ist es tatsächlich immer noch besser als in den meisten anderen Camps, von denen wir also noch ganz andere Sachen gehört haben. Baby, baby, baby. Yeah.
Thank you.